Das kann weg. Das sieht nicht so symmetrisch aus. Das kann weg. Also ich baue jetzt nicht hier den kompletten Berg ab, nur hier das noch, was mich hier stört gerade irgendwie. Optischerweise. Aber ich muss hier trotzdem, glaube ich, nochmal alle Bäume abreißen. So oder so. Führt kein Weg dran vorbei, glaube ich. Dann muss ich, boah, da muss ich mir mal einen Heckendesigner gucken, wie ich da ein Heckendesign. Also hier müssen eh alle Bäume ab, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Da kann ich nämlich dann hier gerade ein bisschen. Ich glaube, ja doch, da nehme ich dann so Büsche als Begrenzung. Wow, was ist denn hier los? Und ich bin voll. Komm hier, Ei weg. Alter! Geht das so schnell? War das schon immer so schnell? Kommt mir irgendwie so viel schneller vor heute. Nein, jetzt liegt es da oben. Egal, der Baum muss eh weg. Na? Ich finde es gerade super erstaunlich, wie schnell das geht. Das geht doch viel langsamer normal, oder? Der rast da ja quasi durch gerade. Und ich bin voll wieder. Super, was legen wir denn noch weg? Komm, die zwei gelben, die sind jetzt mal. Die sind jetzt erstmal unwichtig. Nee, komm, dann lege ich erstmal wieder ein bisschen was ab, damit ich da ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Wo habe ich denn so Sachen wie. Es geht das Gesuche wieder los. Ich muss mir das mal beschriften. Das hat so keinen Docht. Aber hier kann ich schon mal das hier reinlegen. Halt. Das auch noch. Und. Das noch. Und. Was ich, das Gold. Warum habe ich denn das Gold dabei? Das ist doch auch wieder. Ja, super. So. Die Erde lasse ich mal drin. Das Holz lasse ich mal. Das kann ich schon mal in die Kiste. Das brauche ich auch nicht alles dabei. Und halt die Sticks, die nehme ich mal mit. Und vielleicht die 49. Aber das kann ich hier lassen zum Beispiel. Und mein Kopfhörer rutscht gerade ein bisschen doof. Ach, ich habe noch Samen da unten. Ach, die habe ich ja eben gerade auch gesammelt. Hätte ich eigentlich auch wegschmeißen können, weil davon haben wir auch mehr als genug. Dann. Mäh, ja, ihr schreit mir gerade voll ins Ohr. Die Axt brauche ich, die Schaufel werde ich vielleicht brauchen, die kann ich mal wieder da runter. Die Bögen, hallo, die Bögen. Wo habe ich denn überhaupt sowas wie Waffen? Wobei, Bögen müsste ich ja, glaube ich, eher wieder zum Holz machen, weil die bestehen ja eigentlich nur aus Holz und Spinnenfaden. Dann machen wir die mal hier rein. Zwei Bögen, wie übertrieben. Braucht doch kein Mensch. Die Ranken. Die Ranken, wo ranken sich denn die Ranken rum? Ach komm, da mal so eine Random-Kiste, da können wir sowas mal reinmachen. Da machen wir jetzt auch mal sowas rein und sowas und sowas. Und, ach, die haben wir eh, glaube ich, da drüben noch, die ganzen Sachen. Wobei, wir haben hier Setzlinge.
Den Kies, den wollte ich auch mal behalten. Da wollte ich mal gucken, wie man das mit dem Weg vielleicht mit dem Kies machen. So. Boah, scheiße, dieser Riesenbaum. Den zu fällen, das wird auch wieder lustig. Kann man ja gerade so durchrasen hier. Ja, wuhu. Alles geht am wenigsten schön schnell. Ach, das ist schon wieder fast kaputt, die Dings. Die Schere. Ja, die müssen jetzt aber alle weg hier. Alle Bäume. Super. Kann ich das eigentlich auch so machen oder brauche ich da? Hey, das ist auch klasse. Da brauche ich ja nicht mal eine Bastelkiste dafür. Gefällt mir auch gerade wieder. Leck. Rambo. Gefällt mir irgendwie so. Das haben sie dann aber auch erneuert, dass das so schnell ist, oder? Dass man hier einfach so durchrasen kann. Und alles einsammeln kann, abkrabbeln kann hier. Ah, jetzt habe ich doch gesagt abkrabbeln. Ich wollte doch keine Gronkh-Wörter benutzen. Aber die haben sich halt so eingebürgert, irgendwie so eingedeutscht quasi. Na, komm. Hier, das noch, das noch. Und dann das Holz noch. Auch schon haben wir mal wieder eine Folge gebaut. Oder zwei oder drei. Beziehungsweise zählt es jetzt noch zum Bauen, wenn ich das vorbereite und dabei Holz fälle? Ich weiß es gar nicht. So, was, du darfst erst gar nicht jetzt nachwachsen hier. Das wäre jetzt blöd. Auch nicht mehr. Boah, mache ich den Riesenbaum oder hole ich das Feuerzeug raus? Ups, das war eins zu viel. Ich finde es so lustig, wenn so ein Brrrt, wie so ein Maschinengewehr. Ach, was soll der Geiz? Aber ich finde es klasse, dass man das dann mit keinen Basteltisch braucht für die Schere. Wobei es ist ja. Ah, eigentlich schon komisch, dass man keinen Basteltisch braucht für die Schere. Weil ich sag mal, man braucht ja für die Schere braucht man E-Metall. Weil es ist nicht überlebensnotwendig sozusagen die Schere zu basteln oder basteln zu können. Weshalb unser 2x2-Feld da reicht. So, noch irgendwo? Bevor wir kurz in die Bibliothek rennen, da ist noch welche. So, mal kurz knacken. Ja, genau, weil eigentlich kann man ja nur das Überlebenswichtigste bauen, sonst in Minecraft, in diesem 2x2-Feld. Den Crafting Table, den 3x3, den. Da gehen dann halt schon so größere Sachen. Wobei, das ist ja eigentlich auch.
Nee, dann habe ich keine Ahnung, wie die Planung ist von Minecraft. Wie sie sich das vorgestellt haben, wie sie da was du damit was craften kannst. Ach so, noch eine Schere. Komm, dann machen wir halt gleich zwei. So. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich so viel überhaupt brauche. Weil ich wollte eigentlich nur. Wobei, da kann man. Ach, vielleicht. Na, lasst euch mal überraschen. Was ich damit mache, vielleicht. Aber da werde ich wahrscheinlich dann. Hey, das müsste. Für eine richtige Überraschung müsste ich das. Oh, ich bin voll. Ich bin voll wie eine Haubitze. Ei, was soll ich mit dem Ei? Wo sind denn der jetzt? Wo ist denn jetzt der Stapel? Da, 34. Irgendwas. Da können wir mal noch die Stümpfe hier jetzt endlich absäbeln. Gut. Ja, dass ich vielleicht so. Wie hieß der Park? Und wie hieß das Schloss? Ich glaube Schloss Versailles. Versailles. Oh, ich kann das nicht aussprechen. Das Schloss hat doch so einen prunkvollen Park. Mit so Muster und was weiß ich, dass man vielleicht sowas macht irgendwie. In klein natürlich. Weil in so einem Let's Play wird das ja. Wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu zeitintensiv. Wuppala. Ja, jetzt habe ich wieder dieses blöde Ei da mitgenommen. Die Schaufel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Piu. Boah, wie lange das gedauert hat, vom Klick bis zum Wegwerfen. Wieder rumgeleckt. So, den habe ich auch noch so komisch angehauen. Ach, das ist doch schön, da haben wir ein bisschen Holz und haben ein bisschen Busch. Vor allem ein bisschen. Wie kommt denn da oben? Wieso ist denn da oben jetzt gerade so ein Holzklotz runtergefallen? Ah, den habe ich schon aufgesammelt. Kommt der überhaupt dahin? Oh, ich bin schon wieder voll. Gibt's doch nicht. Kommen hier die zwei. Gut. Das muss alles noch weg für den Park. Und einen Fluss müssen wir uns auch irgendwie künstlich anlegen. Müssen wir auch noch gucken, wie wir das machen. Komm, du stehst so allein da, du kannst auch schon mal weg. So, oh, wir sind jetzt genau mit, ah ne, da haben wir jetzt wieder, okay. Aber Blätter können wir jetzt, glaube ich, auch nichts mehr aufnehmen. 64, 34, 34, ein paar können wir noch aufnehmen, aber, ach komm, dann. Juhu, schon lustig. Immer wieder aufs Neue finde ich das lustig. Na, komm. So, aber jetzt bin ich voll. Noch irgendwas zum Wegwerfen oder. Nee. Wobei ich könnte jetzt noch so viele machen, um die Schere kaputt ist.
Genau so. Und dann kann ich nämlich die auch noch wieder einsammeln. Da liegen noch ein paar. Ja, ne? Da wird's auch immer. Ah, das sieht man auch. Das ist irgendwie hier ist irgendwie so die Grenze von einem Gebiet zu einem anderen. Da kriegen auch die Lianen so ein bisschen die andere Farbe. Und hier sieht man es auch im Boden. Und nämlich hier kommt es mir immer ein bisschen dunkler vor, wo ich immer denke, es wird gleich Nacht. Ne? So, bringen wir mal unsere Beute weg. Oh, der Park. Das wird auch noch ein größeres Projekt wahrscheinlich jetzt. Ich sollte mal andere Projekte fertig machen, bevor ich neue anfange. Vielleicht werde ich auch nie fertig. Genau. So würde ich das auch sagen. Da kann ich wieder ein paar... Aha, aber mir fehlt ja das... Wo habe ich die jetzt hin? Die habe ich, glaube ich, hier oben irgendwo reingepackt. Jo. Packen wir die gerade mal schnell dazu, alle. Unsere Büsche. Zack, zack, zack. Die hatte ich jetzt mal da drin. Die Erde. Nee, ich muss ja eigentlich gleich schon wieder Aufnahmepause machen. Ich müsste jetzt eigentlich schon wieder 2 Stunden aufnehmen. Und mit jeder 2-Stunden-Folge krieg ich mal 1 Stunde plus quasi. Eine Folge plus. So, dann mache ich beim nächsten Mal. Jetzt habe ich noch ein bisschen so langweiliges Zeugs abgebaut und gedöns. Dann mache ich beim nächsten Mal was anderes wieder. Hey, noch ein Huhn gespawnt. Muss ich mal gucken, was ich beim nächsten Mal mache noch. Also entweder, ich mag nicht wieder weiterarbeiten. Aber andererseits, ach, was ist denn heute los? Andererseits ist, will ich auch nicht nur, immer in die Höhlen und Minen und keine Minen finden. Wobei ich weiß ja, dass da hinten jetzt irgendwo eine Mine ist, aber es nützt mir nichts, weil ich nicht rankomme richtig und ich will mich ja nicht wirklich so blöd runterbuddeln, so. Ich finde es immer so schäbig, so einfach irgendwo runterbuddeln. Ja, vielleicht haben wir ja gerade wieder Glück und finden diesen... Nö, da stürzt Minecraft rechtzeitig zur Aufnahmeende ab. Auch gut.